einen Live-Test. Und zwar möchte ich für euch diese Palette hier testen. Die habe ich bei Amazon gekauft und dafür habe ich 8,12 Euro gezahlt. Der Versand, der ist gratis. Und ich habe mir gedacht, ich teste das Ganze mal, damit ihr euch sicher sein könnt, ob die gut ist oder nicht. Weil für 120 Lidschatten finde ich den Preis schon echt sehr, sehr günstig, weil man braucht ja dann quasi keine anderen Paletten mehr. Das Video habe ich insgesamt natürlich nicht für euch alleine, sondern in Kooperation mit der lieben Sarah. Hier könnt ihr ein Thumbnail von ihr sehen. Und zwar hat sie diese coolen Zahnbürstenpinsel gekauft und sie getestet. Ich glaube, sie heißen so. Falls nicht, ich blende euch hier ein Bild ein, damit ihr wisst, worum es da geht. Und sie hat es auch bei Amazon bestellt und einfach eine viel günstigere Variante gefunden, als die, die es beim MAC zu kaufen gibt. Und ja, wenn ihr Lust habt, da vorbeizuschauen, ich verlinke euch ihr Video in der Infobox und am Ende des Videos. Und jetzt geht erstmal los mit meinem Live-Test. So, also die Verpackung, die ist schon mal ganz einfach. Die ist einfach nur schwarz. Und hier hinten stehen die Inhaltsstoffe drin. Das finde ich schon mal gut, dass da nichts versteckt wird. Also hoffentlich. Dann packt man das aus und es ist in einer Luftpolsterfolie verpackt. Das ist auch gut, denn dann ja, kann das Ganze schwerer kaputt gehen beim Versand. Und mir ist gerade aufgefallen, da kommt ein ziemlich unangenehmer Geruch hoch. Ja, das riecht sehr, sehr chemisch. Ja, uff. Womit ist es zu vergleichen? Das riecht ein bisschen wie, als würde so ein Kabel anbrennen. Ich glaube, wir kennen alle diesen Geruch von so ganz neuen chemischen Sachen. Diese Palette riecht auf jeden Fall so und die Verpackung, die ist ganz in Ordnung. Also die sieht so aus, als würde sie was aushalten können. Da steht auch nichts drauf, da haben sie wieder am Design gespart. Und ja, lieber am Design sparen als an der Qualität der Farben. Die sehen ziemlich cool aus. Also hier ist erstmal die erste Palette. Da ist auch eine Schutzfolie drauf. Okay. Mhm. Okay, die ist ganz in der Schutzfolie, von der Schutzfolie umgeben, genau wie die andere. Und so sieht das Ganze von Weitem aus. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das vom Nahen aussieht und werde währenddessen alles auspacken. Die Farben riechen nicht schlimm, also da riecht nichts chemisch. Also bisher ist alles in Ordnung. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Farbabgabe ist, weil das wäre ja echt cool, wenn die jetzt gut wäre. Weil dann könnte man echt für kleines Geld ganz viele tolle Lidschattenfarben haben. Hier könnt ihr das Ganze jetzt ohne Schutzfolie oder sowas sehen. Die Farben, die sind sehr, sehr toll. Also in der Packung sieht es super aus. Aber ja, ich werde jetzt mal ein etwas bunteres Augen-Make-up für euch zaubern, um zu gucken, wie gut man sich denn damit schminken kann. Und dann würde ich sagen, los geht's. Die Palette, die liegt jetzt hier direkt vor mir und ich werde jetzt hier in den Spiegel gucken, während ich mich schminke. Und ich würde sagen, ich fange einfach direkt mal mit so einem helleren Ton an. Der ist so ein bisschen Champagnerfarben und den nehme ich einfach, um meine Augenbrauen zu highlighten. Das finde ich funktioniert schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das genauso gut in der Kamera sehen kann, aber wenn ihr auch schon den Vergleich seht, nicht schlecht. Das Ganze tue ich dann auch noch in meinen Augeninnenwinkel. Und jetzt habe ich mir hier erstmal so einen größeren Pinsel zur Hand genommen und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt so ein, ja, braun-rötliches Make-up. So ganz grün wollte ich das jetzt nicht so unbedingt haben. Und da werde ich jetzt erstmal so einen ganz rostigen Ton nehmen und den setze ich mir direkt hier in meine Lidfalte. Also die Farbabgabe, die finde ich wirklich super gut. Da kann man gar nichts dran aussetzen. Also ich bin wirklich, ja, schon fast verwundert, wie gut das eigentlich ist, diese Farbe. Das hätte ich wirklich niemals gedacht. Und man kann diese ganzen Farben auch recht gut aufeinander schichten. Also ich habe jetzt hier die dritte Schicht Farbe. Jetzt habe ich hier so einen ganz normalen Braunton genommen. Und das ist immer noch eine super gute Farbabgabe. Und es ist auch nicht bröckelig. Also wenn ich jetzt hier in die Palette gehe, dann sind da keine Bröckelchen, die überbleiben. Das hat man sehr oft bei günstigen Produkten, aber hier ist es überhaupt nicht der Fall. Ich probiere jetzt hier mal das Schwarz aus. Wie das sich so verhält, aber es ist auch ganz gut. Ich habe nur ganz, ganz, ganz wenig von dem Produkt genommen jetzt gerade. Mal gucken, wenn ich ganz viel nehmen würde, so. Ha, das Schwarz ist nicht ganz so gut, aber in echt sieht es noch intensiver aus als in der Kamera wegen den Lichtern. Hm, mal gucken, wie das ist, wenn man mit dem Finger drauf geht. Ja, also von dem Schwarz die Farbabgabe ist jetzt nicht so der Hammer, aber es reicht auf jeden Fall. Ich dachte mir, für unter mein Auge können wir jetzt mal einen Blauton nehmen. Hier ist ein ziemlich intensives Blau dabei, das finde ich richtig schön. Und dann
Gebe ich es mir auf? Ja, also die Farbabgabe ist direkt super. Sehr farbenfroh. Farbintensiv. Das Akku von der Kamera ist gerade leer gegangen, deswegen habe ich das andere Auge nachgeschminkt, damit die Augen ähnlich aussehen. Und ich habe mir gedacht, ich benutze jetzt einfach nochmal so einen knalligen Korallton und mache mir den auf mein bewegliches Augenlid, weil das sieht hier noch nicht bunt genug aus und wir haben noch nicht genug Farben getestet. Aber die Farbabgabe ist echt gut. Denk jetzt bitte nicht, ich würde mich im normalen Alltag so schminken. Das ist jetzt echt nur für das Video, damit wir so viele Farben wie möglich testen können. Und ja, genau, ich dachte mir, ich kläre das nur mal auf. Weil es gibt nämlich immer wieder Leute, die denken dann, man würde so rausgehen, aber mache ich nicht. Und ja, ich würde sagen, da könnte man noch so ein bisschen was Grünes ja, verwenden. Und hier haben wir so einen glitzerigen Grünton, der sieht so aus. Und den werde ich jetzt als Lidstrich verwenden. Ich bin mal gespannt. Ah, okay. Es hält wenigstens noch, weil ich habe ja jetzt schon recht viele Lidschatten ausprobiert. Aber ihr könnt sehen, das hält ganz gut. Aber der war jetzt ein bisschen bröckelig, auch hier in der Palette selbst. Die anderen Töne haben alle nicht gebröckelt. Vielleicht ist das wegen den Glitzerpartikeln, die da drin sind. Und ja, ich fühle mich mittlerweile wirklich wie ein Papagei. ja, was sagt ihr? Wie findet ihr diesen Look? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, so, ich nehme jetzt nochmal so ein bisschen Highlighter und trage das nochmal so in den Augeninnenwinkel auf. Ich glaube, das war eben ein bisschen zu wenig. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Also ich komme mir echt vor wie so ein kleiner Papagei. Und ja, meine Mutter, die kommt gleich zu Besuch zu mir. Ich muss die noch abholen gehen. Und ja, dann werden wir hier essen. Das heißt, ich muss so rausgehen. Und in der Kamera sieht es nicht so intensiv aus wie in echt. Aber ich hoffe, dass ich nicht so vielen Leuten über den Weg laufen werde. Das wäre ein bisschen doof. Ich habe mir jetzt nochmal Wimperntusche aufgetragen, damit da nicht überall Lidschatten drauf liegt. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von der Palette. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so gut ist. Klar, es gibt ein paar Farben, die sind ein bisschen weniger gut pigmentiert, wie zum Beispiel das Schwarz. Aber andere Farben, wie zum Beispiel dieses Grün oder das Blau, die sehr extrem pigmentiert sind. Und das ist definitiv ein großer Pluspunkt. Und für den Preis kann man da wirklich nichts sagen. Ich würde sagen, das reicht jetzt an Produkten, die ich aufgetragen habe. Mein Fazit ist, ich kann die Palette definitiv weiterempfehlen, weil die war ziemlich günstig für so viele Lidschattenfarben. Und die Pigmentierung, die ist auch sehr gut. Ich habe inzwischen meine Mutter abgeholt und deswegen habe ich das Ganze jetzt auch ein bisschen länger schon drauf. Bisher habe ich auch keine Beschwerden irgendwie, dass meine Augen dick werden oder irgendwas brennt oder dass die Augen anfangen zu tränen, weil das habe ich öfter bei Lidschatten und das ist hier nicht der Fall. Also ist das auch nochmal ein guter Pluspunkt. Und ja, ich habe mir gedacht, ich ändere jetzt nochmal die Ansicht und jetzt könnt ihr auch hier das Video von der lieben Sarah anklicken. Die hat ja, wie gesagt, auch diese coolen Pinsel getestet. Schaut auf jeden Fall vorbei, das Video ist echt cool geworden. Falls ihr mit dem Handy schaut, guckt in der Infobox, da habe ich das Ganze auch nochmal verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, mir Kommentare zu schreiben. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, ciao!